Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Horizon Zero Dawn. Und heute, ich glaube, ich bin sicher. Ja, danke für die Info. Werden wir uns ein Ungeheuer vornehmen, und zwar dieses hier. Was das wohl sein wird, und was ist das hier? Langhals Teufelsdurst. Also so heißt die Gegend, ach, das ist das. Ich möchte zuerst mal zum Lagerfeuer, damit wir das überhaupt kennen. Ja, wenn wir weitergehen zu dem Ungetüm und gucken, wie wir das kaputt machen. Übrigens, was meintest du? Wir spielen doch immer noch auf schwer, also ich habe mich umgestellt. Alles gut, keine Sorge, ich cheate nicht. Ich bin kein Cheater, nicht in jedem Spiel. So, wir schleichen uns erstmal an den Kollegen ran. Ich weiß nicht, wie viele Kollegen er noch hier am Start hat. Bist du ganz allein? Nee, er ist nicht ganz allein, da hinten ist noch einer. Aber gut. Du hast nichts gesehen. Das Signal muss ganz nah sein. Ja, du hast nichts gecheckt. Okay, perfekt. Die Beute gehört mir. Dann gehen wir mal zum anderen. Er wird auch gleich seinen Spaß haben. Und ich glaube, ich höre schon die Fußstapfen von dem einen Typen. Ein Langhals. Sieht genauso aus, wie Rust es beschrieben hat. Das Signal kommt wohl aus seinem Kopf. Also muss ich irgendwie da hoch. Wie denn? Spring auf den Rücken des Langhalses. Vermute mal, dafür muss ich auf das Gebäude hier oder so. Keine Ahnung, wir aktivieren das mal, das Ding. Das werden wir wahrscheinlich brauchen. Okay. Wie machen wir das jetzt mit dir, Kollege? Aufspringen. Ist das schön gut, oder? Das habe ich gesehen. Verdammt. Oben ist irgendwas. Drücke R1, wenn sich der Zielmarker. Achso, ja. Will die Spur gar nicht von ihm. Oh, du hast nichts gesehen. Ah, jetzt weiß ich wieder mal, wie man den Bogen spannt. Okay, das dürfte schwieriger werden als gedacht. Wo ist der Typ hin? Kleine Kackbratze, du. Okay, ich glaube, wir müssen seine Spuren auf jeden Fall. Hi. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Oh, schön. Kleinen Moment. So, das würdet ihr wahrscheinlich gehört haben. Mein Controller ist jetzt am PC angeschlossen. Gut. Ich kann es noch schaffen. Erstmal müssen wir uns hier sicher machen, ne? Ist ja ganz klar. So. Next Step ist dann irgendwie hier rauf und dann auf seinen Rücken, ja? Ich müsste von hier aus auf den Langhals springen können. Fuck. Geronimo! Okay, jetzt hoch auf seinen Kopf. Ja, aber wie? Oh Gott. Ich dachte schon, ich muss ihn bekämpfen. Aber ich kletter ja nur hoch. Das ist ja ein bisschen bedrohlich aus. Überbrücken. Ganz ruhig, es ist gleich vorbei. Damit decke ich die Karte auf. Damit decke ich die Karte auf, oder was? Der Langhals merkt sich also alles, was er sieht. Und sendet es auch an andere Maschinen. Ah, erster Langhals überbrückt. Ich kenne jetzt die. Okay. Panorama. Ich kenne jetzt so einiges. Was? Bist du? Irgendeine Prüfung wahrscheinlich, ne? Die Prüfung kennen wir ja schon.
bin ich... Was? Eine Metallblume ist da. Das ist auch noch... Oh ja, da müsst ihr nicht dabei sein, wenn ich die hole. Okay, nächster Schritt wäre auf jeden Fall dahin. Was ist das hier? Hier gibt dich zu... Achso, das ist Jagen. Da gehen wir als nächstes hin. Seien wir uns ab. Der Kollege ist anscheinend nicht so pissig, wie ich dachte. Was war das jetzt? Ich hatte ein bisschen Angst. Das hält sich. Müsst ihr über bedenken, ihr müsst auf so ein Ding drauf kriechen. Beobachterereignisprotokoll, okay. Haben wir sonst noch irgendwas? Panorama machen wir ja zusammen. Gefäße sammeln müssen wir nicht unbedingt. Da werden wir noch hingehen. Ja, diese sammelbaren Sachen, die werde ich alleine holen. Aber Panorama ist, denke ich mal, ganz wichtig. Wir das gemeinsam machen und ich setze die ganze Zeit Markierungen, ne? Komm noch nicht ganz klar. Aber springen kann ich wie ein Weltmeister. So, hier muss auch irgendwo die letzte Stelle sein. Das muss der Hang sein, von dem Sonas Bote erzählt hat. Ihre Maschinen. Ach, das ist der lange Hals. Oh, ich dachte schon, da wäre irgendwas Größeres unterwegs. Mach mir doch keine Angst, lange Hals. Boah. Okay, ich denke mal, wir werden irgendwie nur eine Handvoll lange Hälse finden. Weil die Karte ja auch nicht so gigantisch groß ist. Schon groß, ja, aber jetzt nicht so krass, ne? Dann würden wir jetzt mal bedenken. Ja gut, 1, 2, 3 Langhälse noch und dann haben wir die Map aufgedeckt. 4. Sorry, 4. Eine hiervon. Ich würde ihn am liebsten töten. Was passiert, wenn ich ihn angreife? Der kriegt nicht mal eine Delle ab. Ja, das interessiert mich einen herzlichen Scheiß. Na ja, gut, dann nicht. Dann bleib am Leben, Kleiner. Muss ja auch nicht alles töten, was kommt. Ich glaube, ich kann wieder sicher laufen. Und man ist nie sicher bei diesem Spiel. Nie. So. Und ihr letzter Aufenthaltsort. Die Kriegsherrin hat hier gelagert. Wohin ist sie danach gegangen? Ja, keine Ahnung. Also, ich würde es gerne herausfinden, aber... Hier ist ja nichts. Oh! Das ist Verbandszeug. Der Bote war nicht ihr einziger Verwundeter. Was du nicht sagst. Das könnte eine Blutspur sein, der ich folgen kann. Ich sollte meinen Fokus einsetzen. Sie müssten sich kurz ausgeruht haben. Pfeilreste. Okay, wollen wir erstmal markieren, ne? Und dann gucken wir mal, wo es hingeht. Heißt, theoretisch müssen wir... Spuren. Stiefel und Blut. Anscheinend wollten Sona und ihre Krieger zu diesem Berg. Am Ende des Weges treffen wir wahrscheinlich so eine richtig krasse Kreatur. Da freue ich mich ja jetzt schon drauf. Ich werde sterben. Helle Wahnsinn, komme ich auch wieder hoch? Zum Glück, ja. Ich dachte schon, jetzt muss ich den ganzen Weg nochmal neu laufen. Okay. Verdammt, der lange Hals. Ich... Oh Gott, geht euch an. Der irritiert mich voll. Mit seiner Größe. Zum Glück ist der Fried fertig. Gut. Aber das Rätsel haben wir auf jeden Fall gelöst. Das ist schon mal gut. Wo bewegt euch denn lang? Nichts gesehen, Bro. Du hast nichts gehört, Bro. Oh oh. Entdeckt. Nein, nein, nein. Keine Sorge. Verderbnis? Was macht die denn hier? Ich dachte, die ist nur ein verdorbenen Sohn. Schwein.
Ich bin so cool. Eins. Sehr schön, damit können wir uns auf jeden Fall neue Ausrüstungsgegenstände kaufen. Das brauchen wir dringend. Wieso leuchtet überhaupt das Gras? Ich meine, ich weiß, dass man sich da verstecken kann. Nichts Neues. Aber wir haben ja noch Fähigkeitspunkte auszugeben. Was haben wir da? Zum Ausweichen. Ja, könnte gar nicht mal so schlecht sein, ne? Locke mit Ausrufezeichen im Werkzeugmenü einen Gegner zu deiner Position. Ich denke, das kann man gut gebrauchen. Verlängere die Zeit, die eine Maschine überbrückt. Oh, die ist gar nicht lange überbrückt. Okay. Mit derselben. Ah, was haben wir hier noch? Ruf eine neue überbrückte Reitmaschine, wenn keine andere verfügbar ist. Okay. Frage ist, machen wir jetzt das oder was anderes? Und können wir das hier nicht machen? Schlag von oben nur. Achso. Oh mein Gott, da müssen wir so schnell wie möglich hin. Denn das kennen wir schon aus Far Cry. Das werden wir brauchen. Na gut. Wir haben uns... War seltsam. Auf jeden Fall entschieden. Und nun lassen wir uns überraschen, was uns... Da liegt irgendwas. Wartet. Ja. Yeah. Jetzt spring doch irgendwie hoch, Mann. Okay, mit Anlauf. Ja. Ich schaff's nicht. Das wär's jetzt gewesen. Untergefallen und tot. Ich denke, wir müssen zur Maschine. Ein toter Sägezahn. Ja. Vielleicht hat Suna ihn erledigt. Sie könnte ganz in der Nähe sein. Oh, da ist es ein anderer Sägezahn in der Nähe. Nicht gegen ihn kämpfen. Dein Glück, dass ich vorbeikam. Eine Sekunde später und der Sägezahn hätte dich erwischt. Ich hatte noch eine halbe, um ihn selbst zu erledigen. Dann bist du Kriegsherrin Sona? Val hat mich zu dir geschickt. Wie ging es am Tor? Es hielt, bestens. Er hat selbst eine Maschine tapfer erschlagen. Er sorgt sich um dich. Unser Stamm braucht Stärke, keine Gefühle. Ich habe einige der Mörder bei der Erprobung gesehen. Ich will Rache. Du auch? Oh, verlass dich drauf. Zeig es mir. Leih mir deine Kraft. Komm mit. Was? Können wir jetzt irgendwie ein Kamehameha zusammen machen? Ich plündere noch kurz. Auf der anderen Seite dieses Bergs graben unsere Feinde Maschinen aus der Erde. Die okay. Sünden der Alten sind dort begraben. Verderberdämonen. So einen habe ich zur Strecke gebracht. Bei Mutters Wacht. Gewagte Behauptung. Ich hoffe, du wirst dir gerecht. Muss ich jetzt noch einen vernichten? Finde ich aber nicht so nice. Ich auch nicht. Ja, alles mögliche vernichten auf dem Weg. Ich bin Zero der Vernichter. Hoffentlich muss ich mir nichts Warmes anziehen, wenn wir irgendwie ins Schneegebiet gehen. Was habe ich gesehen? Na gut. Hast du nochmal Glück gehabt, Dude. Gucken wir mal, wie schnell. Wir sind schneller. Wir sind einfach schneller, wenn wir springen. Vor Stunden haben sich Krieger unten im Wald versteckt. Auf mein Signal greifen sie an. Unsere Feinde und ihre Maschinen sind in der Überzahl. Aber wir haben den Zorn auf unserer Seite.
Vielleicht haben wir mehr. Wie das? Das ist Lohe. Wir verbrennen es, sie sprengen damit. So entstand diese Grube. Wir zünden es also an und dann... Bumm. Dann lasst uns beginnen. Oh, warte. Nicht so schnell. Gib mir etwas Zeit, mich zu nähern. Wenn sie mich bemerken. Feuert. Okay. Mal sehen, wie es läuft. Okay. Ich sehe schon. Höhere Grubehälter. Soll ich jetzt hier runter, oder was? Ah, I see what you did there. Gehen einfach hier rüber und dann darunter. Insofern hier nichts ist, was mich schon entdeckt. Geht zwei Schritte, wurde entdeckt. Das würde glaube ich. Könnte nützlich sein, aber ganz schön bitter. Habt ihr den Hall auch gerade gehört oder liegt es jetzt an mir? So. Untergehen, ey. Ich weiß nicht, darf ich schießen? Das ist eine berechtigte Frage. Oh Gott, nein. Wie komme ich da? Okay, warte. Auf. Du hast nichts gesehen. Nein, 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 nein. Da war nichts. Oh Gott. Oh. Stell mal ganz kurz ein paar Sachen her. Und dann gehen wir hier runter. Ich muss den, glaube ich, loswerden. Ich weiß nicht, wie das selbstmäßig hier abgeht. Okay, jetzt kommt der. Ah, da sind noch Gegner, ne? Das sind doch normale Feinde. War das jetzt mit dem. Ich dachte. Der falsche. Hat sich schon mal jemand die Leiche hier angesehen? Muss nicht. Okay. Der nächste, bitte. Ich hab zwar nichts gesehen, aber es muss fabelhaft gewesen. Es hilft! Ich häng fest! Hier liegt ein Toter! Nein! Eine Leiche! Fuck. Und jetzt? Ich habe einen Plan, aber ich weiß nicht, wer da hinten alles noch rumhaut. Irgendwas läuft da lang. Nee. Oh fuck! Tot, aber noch nicht lange. Vorsicht! Ich kann nicht mal pfeifen. Ich bin im Baum. Hey. Ich werde tun, was ich tun muss. Weg! Ich kann nichts machen. Kniet nieder vor dem Schatten. Komm her, Mann. Komm schon. Da. Oder ist jemand?
So drüber, Sri. Zu hastig. Komm her. Ich bin im Baum drin, ja. Fuck. Sieh mal an. Ja? Ich war im Baum. Okay. Okay. Das fand ich fies. Probieren wir es nochmal. So eine Scheiße. Wieso passiert mir sowas ständig? Ich bin halt der Backmeister, Leute. Ich bin einfach der Backmeister. Oh, ich hatte einfach alles unter Kontrolle und dann passiert der Scheiß. Geh durch. Okay, versuchen wir es nochmal. Haben wir den Schuh zu verlieren? Dann also auf die harte Tour. Okay. Ich hab's verkackt. Ich hab's verkackt. Ich... Du wirst verenden. Was? Hä? Okay, Leute. Okay. Ich hab... Keine Ahnung, was ich da verkackt habe, aber ich würde sagen, wir sehen uns einfach morgen wieder zu einer neuen Folge und dann habe ich auch keinen Zeitdruck, denn ich habe gerade auf die Uhr geguckt und wir sind ja schon langsam durch. Wir sehen uns morgen zu einer neuen Folge wieder und dann sind wir nicht im Baum. Aber ich würde sagen, eine Sache machen wir noch kurz. Suchen wir kurz was. Hui! Hallo! Ey, Mann! Was bringt das hier? Echt hier irgendwie... Oh. Und schießen? Okay. Jetzt wissen wir, was damit passiert. Das wollte ich nur herausfinden. Gut, wir sehen uns morgen zu einer neuen Folge. Wenn euch der Bug gefallen hat, drückt mir einen Daumen nach oben, das würde mich freuen. Und haut rein, euer Zero. Tschüss.